Das munzige Herz irgendwo in New York ist der Theodora Richards zum Verhängnis geworden. Die 25-jährige Tochter vom Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards ist von der Polizei verhaftet worden, wo sie ihre Liebesbekundung an eine Hauswand gemalt hat. Dummerweise hat das Model Marihuana und noch eine andere verbotene Substanz dabei gehabt. Was für eine Substanz das ist, hat die Polizei aber nicht verraten. Theodora Richards hat jetzt auf jeden Fall eine Anzeige am Hals.